Das Erste, das draufsteht, offensichtlich Netzpad Hilfe. Der netzpolitische Abend braucht Hilfe. Sehe ich das richtig? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, und zwar, Moment, mein Zettel ist verschwunden zum Eintragen. Okay. Er ist weg. Müssen wir nochmal ausdrucken. Und zwar, ihr seid alle heute da und wenn wir jetzt dann nachher zum Netzwerkteil kommen, werdet ihr alle was trinken wollen. Und das MetaLab hat jetzt, früher war offene Kasse und das ist jetzt umgestellt worden. Und wir brauchen künftig Hilfe für den Barbetrieb nach dem netzpolitischen Abend. Also falls es irgendwen im Raum gibt, der uns dabei helfen will, das künftig zu managen, so einmal im Monat für eine halbe Stunde, sich einfach mit uns in die Küche stellen und Geld kassieren, wäre super. Und dann, was? Die Liste ist hier. Da, ja, wir haben die Liste gefunden. Ja, das brauche ich auch noch. Und dann haben wir da auch den lieben Menschen, der uns jedes Mal, seit wir den netzpolitischen Abend machen, den Videostream macht und außer einmal in Linz. Aber jedes Mal hier im MetaLab machen wir einen Videostream, damit uns die lieben Leute zu Hause auch mitverfolgen können. Und der würde auch ganz gerne vielleicht ab und zu so einmal im Jahr eine Pause machen oder auch mal moderieren oder andere Tasks für uns übernehmen. Ergo, es wäre super, falls sich hier auch jemand finden würde, der uns zum Beispiel auch beim Stream unterstützt. Und deswegen haben wir hier eine Liste, die jetzt vielleicht am besten herumgeht im Raum, während wir die Lightning Talks machen, wo man sich eintragen kann, wenn ihr einfach mithelfen wollt, mit so ganz kleinen Aufgaben, nicht wahnsinnig, also wenn ihr einfach gerne vorbeikommt und sagt, ihr seid, wir organisieren das ja alles in unserer Freizeit, ehrenamtlich, völlig, wenn ihr da auch irgendwie mit tun wollt, wir wären über jede Hilfe dankbar. Das ist eigentlich der erste Lightning Talk gewesen.